Hallo, liebe Leute, und boah, extreme Hitzen gerade bei Breath of Fire 3 in der Wüste. Ja, Wetter extrem sonnig, Temperaturen bis zu 50 Grad wahrscheinlich. Und wir müssen uns durch diese Wüste hier quälen. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun. Nein, wir wollen nichts. Obwohl, wir können zwischendrin mal speichern. Ja, tue ich einfach mal. Ich frage mich ja immer noch, ob ich hier heile durch die Wüste kommen werde. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Naja, die Wüste ist auf jeden Fall schon sehr lang, habe ich den Eindruck, wenn wir wirklich die ganze Zeit nach 3 Nachtmärschen. Oh Gott. Das werden auf jeden Fall einige Tage dauern, glaube ich, hier durch diese Wüste zu marschieren, aber ich werde die auf jeden Fall komplett aufnehmen. Deswegen, ich glaube, ich sollte mich ausruhen. Wir müssen auf jeden Fall durch diese überhitzte Wüste hier durch. Auch wenn es mir nicht passt. Warum haben die die so lang gemacht? Aber die Hauptsache ist, ich komme hier irgendwie heile durch diese Wüste. Ist nur die Frage, ob ich wirklich mit dem Wasser auch ausreiche und lassen wir uns überraschen. Okay, da ist der. Wie ist der Stern nochmal? Moment. Abendstern, genau. Okay, wieder in diese Richtung. Deine Kehle wird ganz trocken. Du solltest mehr Wasser trinken. Natürlich, wir verdursten wieder. Hab ja noch 14 Wasserrationen. Also werde ich die weiterhin benutzen. Wasser, wo ist Wasser? Wasser ist zum Beispiel da, Fallerium, Fallerium. So, 13 Stück habe ich nur noch. Nur noch, ja. Bei diesem langen Wüstentrip, glaube ich, wird das ein bisschen eng. Vor allem, wenn man wirklich 3 Nächte lang da nach Norden laufen muss. Was mich ein bisschen irritiert, ist ja eigentlich jetzt nur, dass die blauen Sterne von links da kommen. Aber es ist schön anzusehen, irgendwie. Den Hintergrund. Da ist eigentlich egal, was vor mir passiert. Also die Sterne zu betrachten ist schön. Bei diesem Wüstenlauf. Wenn der Abendstern mal ein bisschen schneller hochgehen würde, wäre schon genial. Aber wir können eigentlich auch bei tagsüber gehen. Auch wenn wir die Sterne nicht sehen. Ich meine, die Richtung kenne ich noch. Naja. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstehe, ist ja, tagsüber dürfen sie nicht laufen, aber campieren. Im Camp ist es noch heißer, als wenn wir einfach so über die Hitze laufen. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Sowieso ist das ein bisschen unlogisch, dass sie in der Hitze, in der Wüste hier überleben. Und das, na mal schauen, wie viele Tage das werden. Bestimmt einige. Okay, wer oder was macht uns das Leben schwer? 3 Gegner, wir flüchten. Nein, nicht angreifen, flüchten. Genau so. Weil ich will gegen diese Viecher jetzt definitiv nicht kämpfen. Nein, ich will vorankommen. Noch mehr Skelette. Nur, ist ja auch kein Wunder, ist ja auch eine Wüste. Da ist es ja wohl logisch, dass da irgendwie, dass da irgendwie irgendwo, naja, dass da irgendwie irgendwo Skelette sind. Ich meine, es sind viele Tiere hier in der Wüste wohl vertrocknet und ausgestorben. Aber gut. Wir quälen uns trotzdem weiter durch die Wüste und leben noch. Deine Kehle wird ganz trocken. Schon wieder? Wow. Das ging aber jetzt relativ schnell eigentlich. Aber gut, warum auch nicht? Machen wir es ein bisschen schneller. Wozu gibt es L- und R-Knöpfe? 12 Wasserrationen, die werden nicht mehr ausreichen, glaube ich. Also wenn der Abendstern wirklich noch ein paar Tucken schneller nach oben gehen würde, dann wäre das schon irgendwie toll. Ach ja. Ich glaube, euch wird es langweilen, dass ich hier die ganze Zeit durch diese Wüste marschiere. Würde mich nicht wundern. Es ist ja wirklich jetzt. Es passiert nichts Besonderes. Ich laufe nur durch die Wüste. Es ist nur schön, die Sterne anzusehen. Sonst passiert wirklich gar nichts, außer diese Kämpfe zwischendrin. Aber naja. Ich werde jetzt trotzdem mal so lange marschieren. Ich will schließlich alles auf Video haben hier, was diese Wüste betrifft. Oh, perfekt. Da ist ein Beutel direkt vor unserer Nase. Trotzdem wollen wir uns ein paar Monster. Die Wüste erschweren. Na geil, Drachenritter ist von der Hitze gelähmt. Kann das bei uns auch passieren? Oder? Oh, scheint so. Ne, doch nicht. Okay, das wäre ziemlich übel, wenn das bei uns auch passieren kann. Aber, naja. Machen wir erstmal diesen Drachenritter kaputt. Wenn er sowieso nichts tun kann, wir haben die Möglichkeit, ihn kaputt zu machen. Ist doch geil. Sowas sollte man immer ausnutzen. Okay, Ray bekommt bald wieder ein Level Up. Und was liegt hier so einfach in der Wüste? Multivitamin. Warum nicht? Kann man immer gut gebrauchen.
Ist ein tolles Heilmittel. Ich frage mich, wie viele Videos das werden, bis ich diese Wüste hier wirklich durchquert habe. Ob ich sie überhaupt durchquere? Das ist ja die andere Frage. Auf jeden Fall weiß ich, wenn das Wasser nicht mehr ausreicht, bis ich die Oase erwischt haben sollte, weil ich ja einmal zu viel gedrückt habe, dann wäre das schon ein bisschen schade. Also dann werde ich das auf jeden Fall so machen, dass ich dann den ganzen Weg, so weit wie ich war, nochmal offscreen laufe, weil das Ganze dann nochmal aufzuzeichnen mache ich nicht und es wird schon wieder Tag. Einen Turbogang haben wir hier leider nicht. Schade. Den könnte man hier verdammt gut gebrauchen. Wir wollen weiter, wir wollen nicht in dieser Hitze... Na toll. Die Sonne ging auf. Am Tage zu gehen ist Energievergeudung. Zeit zu campieren, natürlich. Warum auch nicht? Aber bei Tag sieht die Wüste irgendwie toll aus. Na gut. Also würde ich nochmal sagen, Zeit auszuruhen. Mehr können wir ja im Moment nicht tun. Speichern werde ich jetzt nicht, das kostet nur nötige Zeit. Ich will vorankommen, ich will durch diese verdammte Wüste. Ich will sie nämlich nicht mehr sehen. Aber bisher habe ich noch nicht so den Eindruck, dass sie irgendwie schwer ist. Aber wir werden ja sehen, was passiert. Ja, ich muss wieder trinken. Wir haben ja, ich glaube, die Partymitglieder haben die Nacht über oder wie sie geschlafen haben, ja gar nichts getrunken. Zumindest, wenn sie jetzt schon Durst haben. Multivitamin gibt alle SP zurück. Gut, weiß ich auch schon mal Bescheid, was das bringt. Ach ja. Was kann ich euch sonst noch so erzählen durch diesen ganzen Wüstentrip hier, der sowieso nur langweilig ist? Ich freue mich schon, wenn wieder Sommer ist, wenn wieder extreme Hitze ist. Ich hoffe, sie wird nicht so extrem wie in einer Wüste, weil im letzten Jahr war es schon ziemlich extrem hitzig. Aber ich meine, solche hitzigen Tage sind besser als kalte Tage, finde ich. Ich finde Wärme, ja, an sich irgendwie besser als Kälte. Weiß auch nicht wieso. Auch wenn die Hitze, wenn sie extrem ist, mag ich sie auch nicht sonderlich, aber ja. Warum auch nicht? In der Wüste würde ich mich erst recht nicht trauen, vor allem nicht, wenn sie Wüste des Todes heißt. Aber sowas gibt's ja bei uns nicht. Zum Glück. Na gut. Ich habe so das Gefühl, alle Sterne gehen hoch. Alle Sterne gehen hoch! Geht ja gar nicht. Geht ja wohl. In diesem Spiel auf jeden Fall schon. Ja, ich darf wieder kämpfen. Ich werde auf jeden Fall die Flucht ergreifen. Auch wenn ich die Initiative habe, ist mir egal. Sind nur zwei Skorpione, also weg. Wir haben es geschafft, wir sind geflohen. Und jetzt gehen wir weiter durch diese Wüste. Denn wir wollen endlich... Wir wollen endlich die Oase sehen. Auch wenn es dauern wird. Aber ob die Oase wirklich das Ziel ist? Glaube ich nicht. Naja, gut. Werden wir ja sehen, ob wir da auch wirklich da ankommen. Vor allem, ob das Wasser reicht. Das ist meine größte Sorge gerade. Wie viele Pixel sind es denn noch, bis er ganz oben ist? Das kann man nicht abmessen. Nee, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Und ich muss schon wieder trinken. Klar, warum auch nicht? Ich glaube, ich werde verdursten. Ist nur die Frage, ob wir dann auch wirklich krepieren, wenn das Wasser nicht ausreicht. Das wäre schon ein bisschen mies. Wasser für Wüstentrip. Aber wenn ich Probleme haben sollte, habe ich ja noch dieses Drommelschwein. Dass ich mich ja nochmal ganz am Anfang machen kann und dann offscreen den ganzen Weg nochmal laufen darf. Naja, gut. Noch dauert es ja, bis der Abendstern oben ist. Aber die Melodie ist irgendwie entspannt. Wie auch immer. Okay. Wenn ich mal überlege, der Abendstern war vorher ziemlich tief. Jetzt ist er ja wirklich schon ziemlich weit oben. Fehlt nicht mehr viel, bis er die Spitze erreicht. Natürlich mal wieder ein Kampf. Okay. Den werde ich natürlich jetzt noch machen. Was auch immer es ist. Oder ich werde fliehen. Ist besser. Fliehen ist besser. Ich habe ja genug Level und Erfahrungspunkte. Ich fliehe. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Auch wenn es eigentlich relativ leichte Gegner sind. Aber egal, ich will Zeit sparen. Ich will vorankommen in dieser Wüste. Es wird sowieso noch reichlich Videos dauern wahrscheinlich. Na gut. Weiter geht's. Na endlich.
Aber wisst ihr was, Leute? Die Zeit ist soweit auch schon, ja. Zumindest 10 Minuten habe ich jetzt schon aufgenommen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal laufe ich weiter durch diese Wüste. Mal schauen, wie weit wir dann kommen. Ob wir dann endlich den Abendstern schon ganz oben sehen oder gar nicht mehr. Wir werden sehen, Leute. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Ich hatte hier erstmal lieber an.